Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Video zur Campi Flegrei. Wir haben den 9.06.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe am gestrigen Tage ein Update hochgeladen und zwar hat sich in den frühen Morgenstunden des 8.06.2024 wieder ein etwas stärkerer Erdbebenschwarm ereignet und ich möchte euch anhand dieser Grafik hier einmal zeigen, was da jetzt so im Untergrund vonstatten geht. Ja, ihr kennt die Grafik bereits, aber es gibt auch einige neue Zuschauer, die jetzt auf meinen Kanal gestoßen sind, denen ich das auch mal ein wenig erklären möchte. Denn wir hatten auch eine vor kurzem veröffentlichte Studie von der University Mailand und des ENGVs, wo wirklich Erstaunliches ans Tageslicht gekommen ist. Und ich habe an dieser Grafik, die ich hier für euch erstellt habe, es schon vorher eingezeichnet gehabt, bevor diese Studie veröffentlicht worden ist. Denn das ist auch nämlich das, was ich schon vermutet hatte. Ich bin ein Hobby-Vulkanologe, ja, viele fragen immer, ja, bist du echt irgendwie Vulkanologe? Nein, ich bin ein Hobby-Vulkanologe und befasse mich mit diesem Thema. So, steigen wir ein. Also, wir hatten am gestrigen Morgen, in den frühen Morgenstunden, einen wieder erhöhten Erdbebenschwarm. Ja, also einen schon recht starken Erdbebenschwarm. Und das stärkste Erdbeben hatte eine Magnitude von 3,7. Und das Ganze fand hier auch wieder im Bereich des hydrothermalen Systems statt, beziehungsweise auch hier in der Nähe der Decksteinschicht, die ihr hier erkennen könnt. Ja, das ist einmal diese hier. So, das ist die Decksteinschicht, die habe ich euch hier eingezeichnet. Aber ich mache das jetzt mal gerade wieder weg, ihr seht wahrscheinlich, was ich meine. So, und die roten Punkte hier überall, das sind alles Erdbeben, die sich dort in diesen Tiefen ereignen. Ja, so, und laut der Studie, die veröffentlicht worden ist vom ENGV und von der University Mailand, ist rausgekommen, dass sich hier in einer Tiefe von ungefähr 4 Kilometern, also direkt sitzend unter der Decksteinschicht, Magma angesammelt haben soll. Wir reden hier von ungefähr 0,2 Kubikkilometer, die sich dort angesammelt haben sollen. Laut dieser Studie ungefähr, also es wird geschätzt, ja, die Größen lassen sich auch anhand dieser Wissenschaft nicht genau immer, ja, dokumentieren. Also es stimmt nicht immer so 100% genau. Aber in dieser Studie wurde eine Technik angewandt, die immer so ungefähr dann eine Größenordnung der darunterliegenden Magmakammer geben können. Und zwar wurden hier die Wellen von Erdbeben verwendet, ja, von Mikroseismizität, also von kleineren Erdbeben. So, und wenn diese Erdbebenwellen auf Objekte im Untergrund stoßen oder sowas, dann werden diese Wellen gestört und anhand dieser Erdbebenwellen hat sich in einem Zeitraum von über 40 Jahren, hat sich dann ein Magmareservoir unten in dieser Tiefe ungefähr so manifestiert. Also es konnte dann so ausgelotet werden, dass dort Magma sitzt. So, und die Menschen an der Oberfläche, die bekommen jetzt halt immer mehr Angst, weil wir immer mehr stärkere Erdbeben haben. Unter anderem am 20.05. das mit der Stärke von 4,4 in 2,6 Kilometern Tiefe. So, und was dort passiert ist und auch die letzten stärkeren Erdbeben jetzt, auch von dem Erdbebenschwarm von gestern, ja, mit der Magnitude 3,7, da haben wir hier im Bereich der Decksteinschicht sehr wahrscheinlich Rissbildungen. Das heißt, dass die Decksteinschicht, die bricht immer mehr, die wird immer spröder, sie ist nicht mehr duktil, sie ist an ihrer dehnbaren Belastungsgrenze angekommen und es wird immer spröder. Und das kann wirklich, ja, schon sehr starke Erdbebenschwärme mit sich ziehen. Ja, und das passiert jetzt aktuell dort im Untergrund und das gesamte System, auch hier unten, ja, das mache ich jetzt wieder weg, wo sich Magma angesammelt haben soll. Ihr seht hier die aufsteigenden vulkanischen Gase. Ja, magmatische Fluide, die hier entweichen und anhand dadurch, dass Risse auch hier oben in der Decksteinschicht überall entstehen können, können dann auch diese magmatischen Fluide bis ins hydrothermale System eindringen. Im Allgemeinen halten sie sich auch schon im hydrothermalen System auf, aber dadurch können auch vermehrt vulkanische Gase entweichen und zwar in die darüberliegenden Schichten, da wo das hydrothermale System sitzt. Und dann kann es passieren, dass sich anhand, dadurch, dass sich Magma auch in dieser Tiefe jetzt schon hier befinden soll, ja, kann sich das hydrothermale System, an welches weiter an der Oberfläche liegt, immer mehr aufheizen. Ja, und das könnte man dann in Zukunft auch an den Fumarolen erkennen können. Deswegen gehe ich ja auch davon aus, falls es auch zu einer phreatischen Eruption kommen sollte, dass wir einen erheblichen und signifikanten Anstieg der Fumarolenaktivität beobachten können. Nicht nur was die ausweichenden Gase anbetrifft, also Kohlendioxid, Schwefeldioxid, ne, die würden sich auch signifikant verstärken. Und das Gute ist auch, dass die
dass der Umweltalarm, der jetzt dort oben an der Erdoberfläche eingeführt worden ist für die Menschen, dass dies bis zu gewissen Daten gemessen wird und dass das Gebiet dann rechtzeitig evakuiert werden kann, bevor es dort zu einer größeren Eruption kommen würde. Ja, so sieht es jetzt aktuell dort aus. So, und ich vermute ja, und auch andere Vulkanologen tatsächlich, das hat mich echt gewundert, weil so meine Spekulationen, die ich euch in meinen Videos immer gegeben habe, die haben sich immer so kurzzeitig danach auch immer bestätigt. Auch anhand dieser neuen Studie jetzt von der University Mailand und des INGVs. Ne, dass jetzt auch zum Beispiel im Bereich der Solfatara, da wo wir einen gebildeten Erdbeben-Hotspot haben, da wo sich sehr viele Erdbeben über Magnitude 3 manifestieren, dass es dort an der Solfatara auch zu einer phreatischen Eruption kommen könnte. Nicht zu einer Magmatophreate, also phreatomagmatischen Eruption, sondern zu einer phreatischen Eruption. Da, wo viel Asche ausgestoßen wird, viel Gestein und alles Mögliche, was nicht in Begleitung von Magma ist. Ja, aber es wird dadurch ausgelöst, dass sich Magma immer weiter an die Erdoberfläche bahnt, wie jetzt hier zum Beispiel unter der Decksteinschicht, dass das hydrothermale System aufgeheizt wird und dass es dann zur gewaltigen Dampfexplosion in Folge mit Asche und Gestein an der Erdoberfläche kommen kann, was wirklich eine Vollkatastrophe in diesem dicht besiedelten Gebiet wäre. Ne, wir haben ja insgesamt 360.000 Menschen lebend auf den phlegräischen Feldern. So, aber es heißt auch nicht unbedingt, wenn wir hier im Bereich der Solfatara einen Erdbeben-Hotspot haben, heißt es aber auch nicht zwingend, dass es dort zu einer Eruption kommt. Es kann tatsächlich auch sein, dass es dann hier in der Nähe von Bagnoli oder auch in anderen Gebieten der phlegräischen Felder, auch in anderen Kratern, der Agnano-Krater zum Beispiel, der direkt an der Solfatara liegt, dass es dort zur Eruption kommt. Oder auch hier, ne, am Monte Nuovo zum Beispiel, dass es dort zu einer Eruption kommt, weil es kann immer sein, dass es auch Abzweigungen aus dem hydrothermalen System unten aus dem Bereich der Decksteinschicht gibt, die dann auch rüber zum Monte Nuovo gehen. Ja, das heißt, die Studie, die über einen Zeitraum von 40 Jahren durchgeführt worden ist, hat zwar diese Magma-Blase unten in 4 Kilometern Tiefe sehr gut lokalisieren können, ja, aber kleinere Aufstiegspfade aus diesem hydrothermalen System raus, ja, aus diesem gesamten Geflecht hier, lassen sich nicht immer so zu 100%ig genau lokalisieren. Ja, und das macht das ganze Ding einfach so gefährlich. Und deswegen muss man sich auch hier auf diese wissenschaftlichen Untersuchungen wirklich zu 100% verlassen können. Und wenn das INGV dann sagt, zusammen mit dem Katastrophenschutz, nein, jetzt muss evakuiert werden, dann muss das Ding auch evakuiert werden. Dann muss das wirklich schnell gehen, weil wenn diese Daten überschritten werden, ja, dann darf das nicht innerhalb von einer Stunde oder 2 Stunden zum Ausbruch kommen, ja, das muss dann wirklich auch noch viele, viele Tage Zeit gegeben werden. Ich frage mich sowieso, wie die das schaffen wollen. Ne, man liest jetzt tatsächlich nicht so viel über diese Evakuierungspläne, aber 360.000 Menschen, ja, alleine auf den phlegräischen Feldern zu evakuieren, das wäre schon abnormal unvorstellbar einfach, ja. Und wenn man dann hier auch aus der Millionenmetropole Neapel zum Beispiel, ne, Neapel ist ja eingekesselt hier vom Vesuv, ja, einmal hier vom Vesuv und einmal von den phlegräischen Feldern. Ne? Und das ist eine Millionenmetropole hier. Das ist wirklich gigantisch. Die haben jetzt aktuell etwas über 3 Millionen Einwohner, meine ich jetzt gerade. So, ihr könnt mich korrigieren, wenn ich da falsch liegen sollte. Ich glaube, es sind etwas über 3 Millionen Einwohner. Und aus diesem gesamten Gebiet, ja, der Kampanien, müssten insgesamt, wenn es dort wahrscheinlich zu einer, also was heißt wahrscheinlich, eventuell auch zu einer noch größeren plinianischen Eruption zum Beispiel kommen würde, ja, da müsste man auch 5, 6, 7 Millionen Menschen wahrscheinlich evakuieren und das binnen kurzer Zeit. Und das ist für uns Menschen, die jetzt auch nicht da unten leben in so einer vulkanischen Region, aber auch im Allgemeinen wirklich unvorstellbar, so viele Menschen innerhalb von kurzer Zeit, ja, zu evakuieren. Und das Problem dabei ist auch, wir wissen einfach nicht genau, wie viel Zeit uns dann bleibt. Wenn das INGV sagt, jetzt muss evakuiert werden, dann kann es morgen knallen, es kann übermorgen knallen, es kann erst in 1, 2, 3, 4 Wochen knallen, es kann aber auch dann erst in Monaten knallen. Monate werden hier, was das anbetrifft, natürlich Gold wert, weil je mehr Zeit man hat für eine Evakuierung, umso mehr Menschen können überleben und so sicherer ist es einfach. Ja?
Gut, ich hoffe mal, ich konnte euch in diesem Video jetzt einmal etwas genauer erklären, was dort im Untergrund so vonstatten geht. Ich habe schon mal ein Video der Art gemacht, aber es sind jetzt tatsächlich auch einige neue Zuschauer auf meinen Kanal gekommen und denen wollte ich das jetzt auch noch einmal etwas verdeutlichen. Ich freue mich, dass ihr das Update bis hier geschaut habt. Wenn ihr mich und meine Arbeit mit den Vulkanen noch nicht kennen solltet, würde ich euch empfehlen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. So werdet ihr in Zukunft immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ihr dürft auch gerne eine kostenpflichtige Kanalmitgliedschaft abschließen. Das geht von 99 Cent, ja, also die Kanalmitgliedschaft, die geht von 99 Cent bis rauf zu 4,99 €. Das sind insgesamt 3 Pakete. Das dürft ihr für euch entscheiden, inwiefern ihr mich da unterstützen wollt. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ihr dürft auch gerne ein kostenloses Abo bei den Kanälen meiner Partner dalassen. Einmal bei dem lieben Sven von Vulkantastisch und bei dem lieben Patrick von Apocalyptic Science. Da bleibt ihr zum Thema Vulkanismus weltweit auch immer auf dem aktuellsten Stand. Und ihr dürft auch gerne auf meiner Infoseite vulkane.net mal vorbeischauen. Da bleibt ihr zum Thema Naturphänomene weltweit immer auf dem neuesten Stand. Das heißt, nicht nur Vulkanismus, sondern auch Erdbeben, Naturkatastrophen. Und Marc Seglert schreibt sich da jeden Tag wirklich die Finger wund. Ich würde es euch empfehlen. Ich bin raus an der Stelle. Macht es gut. Euer Patrick von Lidum Produktion. Auf Wiedersehen.